zu bewegen. Aber die ist läuferisch wirklich gut drauf. Topfit austrainiert. Entsprechend serviert sie schon zum Satzgewinn. Und dann kommt auf der anderen Seite hinzu bei Amanda Kurze das, was man von der Südafrikanerin nicht kennt, nämlich diese leichten, unerzwungenen Fehler. Vermeidbar, wird auch gern gesagt. Ja, exakt aufs Band. Linienrichter sagte aus. Aber wird noch einmal ausgespielt. Nach langer, langer Zeit mal wieder ein Punkt. So kurzer. Im Spiel von Hingis zu spüren, dass sie Vertrauen hat in diese Schläge. Gibt es das erste Ass? Einstand hat Hingis bei eigenem Aufschlag noch nicht zugelassen. Von einer Breakchance wollen wir gar nicht reden. Minuten erst gespielt. Und ich meine, Amanda Kurzer, die steht in der Weltrangliste nicht irgendwo unter ferner Liefen. Sie ist die Nummer 19. Schön zu sehen im Gesicht von Martina Hingis, dass sie das Spiel selbstverständlich genießt. Und das sagen ja viele immer. Das hört sich dann so, ja, wie auswendig gelernt an. Herausgehen auf den Platz, ein Spiel genießen, Freude haben. Klar, bei 5-1 Führung und Satzbällen, ich glaube, da hat jeder Spaß. Vermeidbare Fehler von Amanda Kurzer und nach 23 Minuten gewinnt Hingis den ersten Satz mit 6:1. Überforderten Amanda Kurzer. Sie hat einiges versucht, aber Martina Hingis ist heute wirklich prächtig unterwegs. Da klappt alles.
Stellt sich nur noch die Frage, kann Kutzer überhaupt noch ein Spiel gewinnen? Der erste Aufschlag, da macht sie fast zu 100% den Punkt. Schauen wir hier, das ist über das Match gerechnet. Im zweiten Satz sieht das noch ein bisschen besser aus. Die Führung für Martina Hingis nun mit 4:0. Mann, wer hätte das gedacht, aber der letzte Vergleich vor fast genau einem Jahr beim Hopman Cup. Da ist es auch 6:1, 6:0. Ähnlich sieht es jetzt hier fast aus. Wer deutlich führt, der hat Spaß, der probiert. Es sieht locker und leicht aus. Und es ist zudem ja auch erfolgreich. Selbst dieser Ball fällt auf die Linie. 0:5 im zweiten. Wir haben nicht mal 40 Minuten gespielt. Also wirklich heute eine klasse Vorstellung von Martina Hingis. Das liegt sicherlich nicht nur daran, dass Amanda Kutzer schlecht spielt. Nein, Hingis spielt wirklich gut. Und überrennt, überläuft die Südafrikanerin. Gucken wir uns mal die Gewinnschläge an. Im zweiten Satz 13:0. 8:2 aus dem ersten. Wirklich eine famose Vorstellung der hier an drei gesetzten Schweizerin. Gesamtzahl der gewonnenen Punkte in den beiden Sätzen bislang. Auch daran, da bin ich mir sicher, wird sich nicht mehr viel ändern. Sprich, das Verhältnis, das Kutzer hier negativ hat, sie wird es nicht mehr positiv gestalten können.
Das heißt, das Achtelfinale in diesem Jahr dürfte Endstation sein für die 30-Jährige aus Südafrika. Das ist bislang ein schlechtes Ergebnis. Das war bei ihrem ersten Auftritt 93. Manda Kurzer erste Runde und 2000 schied sie in Runde 2 aus. Und Hingis weiterhin dann im Turnier. Mit dem Blick Richtung Halbfinale. Selesh oder Venus Williams, wenn alles normal läuft. Nicht eine Breakchance hat sie bislang zugelassen. Nicht einmal musste sie bei eigenem Aufschlag über Einstand gehen. Kompliment. Das ist dann zu verspielt. Auch wieder wunderschön gegen den Fuß gespielt. Die Matchbälle in einem bislang gut geführten Spiel von Hingis, aber eben auch sehr einseitigen Spiel. Das haben wir ja lang nicht gesehen. Der erste Gewinnschlag von Amanda Kurzer im zweiten Satz. Minuten hat es gedauert. Da wird auch die Mama zufrieden und glücklich sein. Die Tochter strahlt, kann sie auch bei diesem Ergebnis. Ein leichtes Spiel und wahrscheinlich die entschuldigende Geste. Sorry, dass ich heute so gut war, aber so ist es nun mal. Martina Hingis damit sicher im Viertelfinale. Sie hat so gut wie kaum Fehler gemacht. Sie hat erste Aufschläge ins Feld gebracht und sie hat sich Breakchancen erarbeitet, hat sie fast alle nutzen können. Egal, was ich bemühe aus der Statistik, sie ist positiv. Ganz klar, Martina Hingis gewinnt 6-1, 6-0 gegen Kurzer und steht im Viertelfinale hier in Melbourne. Also, sie hat sich von Spiel zu Spiel so langsam aber sicher gesteigert, weil sie weiß, die nächsten Gegnerinnen, die werden es in sich haben. Für Amanda Kurzer ist die Veranstaltung beendet. Wirkt heute so ein bisschen neben sich, hat sich schlecht bewegt und lag früh das Break hinten. Und damit war bei ihr einfach die Luft heraus.